den typischen Ablauf eines Clients an, den wir gleich im Beispiel umsetzen möchten. Zunächst wird der Client einen Socket öffnen und wird auf diesem Socket dann einen Ausgabestream öffnen, um seine Anfrage in diesen Ausgabestream hineinzuschreiben, die dann automatisch abgeschickt wird. Später wird er einen Eingabestream öffnen, um auf diesem Eingabestream zu prüfen, ob dort eine Antwort kommt, wenn das Protokoll bidirektional geplant ist, und wird dann warten, solange bis dieser Eingabestream ihm signalisiert, es liegt eine vollständige Rückgabe vor, eine vollständige Antwort vor nach dem Protokoll des Servers, so wie er natürlich seine Anfrage auch genauso, wie sie sich das Protokoll konzipiert haben, erstellen muss. Im Anschluss, wenn es eine solche Antwort gibt, wird er diese Antwort aus diesem Stream lesen können und die dann interpretieren, verarbeiten müssen nach dem Protokoll des Servers und am Schluss sauber abräumen, sprich sowohl den Ein-Ausgabestream schließen als auch den Socket wieder schließen. Entfernte Verbindungen können Sie auch über entfernte URLs durchführen. Wir werden jetzt hier im Beispiel erstmal auf Localhost setzen, um das Ganze lokal zeigen zu können. Dann haben wir hier also ein Beispielprojekt für unseren Socket Service und dort legen wir dann jetzt die Client-Klasse an. Jetzt hat er den Source Folder verloren. So. Packet übernehmen wir auch. Und nennen das Ganze. Das ist entsprechend Socket Client und wir werden jetzt alles hier in dem Main Package einfach in der Main Methode programmieren. Das ist zwar sehr spaghetti-mäßig, aber Sie werden sehen, unser Code fällt auch nicht allzu umfangreich aus. Das heißt, wir definieren jetzt hier diesen Socket. Und dem müssen wir, wie gesagt, einen Host geben. Dann nehmen wir jetzt einfach Localhost als festen Namen für uns selber und als Port, wenig kreativ, ein Zahlenakronym für Socket. Jetzt müssen wir den Socket noch importieren. Und was Sie hier sehen, ist natürlich, es wird eine Exception fliegen können oder sogar zwei Exceptions fliegen können. Nämlich einmal eine Unknown Host Exception, die auftreten könnte, wenn ein entfernter Server nicht erreichbar ist. Und zum anderen eine IO Exception, wenn dieser Port belegt ist, den wir hier sehen. Und das heißt, wir sollten das Ganze hier mit einem Try-Catch garnieren. Und er fängt jetzt hier diese IO Exception ab. Damit sind wir soweit, dass wir weitergehen können und können auf diesem Socket jetzt einen Stream definieren. Und wenn man ein API nicht kennt, dann kann man sich dem auch nähern, indem man mal guckt, was können denn solche Klassen? Wir gucken einfach mal, bekommen wir nicht von hier, von dem Socket einen Stream? Ja, wir bekommen einen Output Stream. Und diesen Stream können wir jetzt einfach in eine lokale Variable verpacken und können ihn entsprechend benennen. Dann würde ich aber vorschlagen, weil wir später noch einige Streams draufsetzen, dass wir das Ganze jetzt hier nur in Output benennen. Und müssen jetzt auf den Output-Stream noch einen Print-Stream draufsetzen, in den wir dann hineinschreiben können. Bei Java, das Thema kennen Sie wahrscheinlich schon, da sind die Streams ja öfter erstmal verschachtelt. Man muss immer eine nächste Stufe draufsetzen, bis man dann wirklich, nennen wir es Output-Writer, den PrintStream kennt er natürlich wiederum auch nicht. Das heißt, den importieren wir auch noch. Jetzt haben wir unseren PrintStream und auf dem können wir den eigentlichen Sendevorgang durchführen. Bis hierhin war es also quasi Sendevorbereitung. Jetzt werden wir darauf
unsere klassische Nachricht verschicken. Und das ist, wie Sie das aus Java ja oft kennen, einfach erstmal ein Hello World, das es in vielen anderen Programmiersprachen so ja auch gibt. So, als nächstes brauchen wir jetzt dann die Gegenrichtung. Wir müssen jetzt lauschen können. Und auch da wieder können wir natürlich den Socket fragen. Da wollen wir jetzt den Input-Stream haben. Auch den verpacken wir wieder in eine lokale Variable. Über Refactor Extract Local Variable oder einfach Alt-Shift-L in Eclipse. Das benennen wir aber nur V-Input, wie wir das oben auch getan haben, dann ist es konsistent. Und jetzt brauchen wir darauf letztlich einen Buffered Reader. Und wie es wieder ist, man muss in Java entsprechend nesten. Sie brauchen hier noch einen Input Reader von dem Input Stream. Input Stream Reader natürlich. Den Sie erzeugen müssen. Jetzt müssen wir den Buffered Reader importieren. Und den Input Stream Reader brauchen wir auch noch. So. Jetzt müssen wir zunächst warten, bis wirklich eine Eingabe kommt. Das heißt, wir müssen diesen Input Reader fragen, ob er fertig ist. Und solange er das nicht ist, müssen wir warten. Fertig, kann man ihn direkt fragen. Und das heißt, solange er nicht fertig ist, werden wir jetzt hier einfach über thread.sleep höflich die Rechenzeit zurückgeben. Das kennen Sie, ansonsten würden wir sämtliche Rechenzeit verbrauchen hier, die zur Verfügung steht, wenn wir einfach so schnell wie möglich warten. Und das heißt, auch hier fügen wir einfach wieder dieses try-catch ein, um diese IO-Exception, die auftreten kann, wenn so ein Thread unterbrochen wird, um die einfach abzufangen. Die interessiert uns dann nicht weiter. Das heißt, auch da können wir mit dieser Ausgabe print-stack-trace sehr gut leben. Jetzt, wenn wir einmal so weit sind, dass wir tatsächlich etwas haben, dann können wir jetzt hier aus dem Input-Reader das auslesen. Jetzt wollen wir also, dass er tatsächlich fertig ist. Und sagen einfach hier unserem Input Reader readline und bekommen dort einen String zurück. Und auch das können wir jetzt der Schönheit halber noch verpacken in eine lokale Variable. Die nennen wir jetzt mal, da es eine Antwort ist, vResponse. Sie wissen noch, Request Response als Protokollansatz und damit kommen wir diese V-Response und normalerweise müsste ja jetzt hier dann die eigentliche Verarbeitung dieser Antwort folgen. Da begnügen wir uns mit einem einfachen SYSO. Und was man jetzt noch machen sollte natürlich ist, wenn irgendetwas schief gegangen ist, sollte man hier noch sauber abräumen. Das heißt, Sie sollten jetzt hier die entsprechenden Streams noch schließen und Sie sollten natürlich auch den Socket wieder schließen. Das heißt, wir fügen hier unten zur Sicherheit ein Finally hinzu. Er ist hier nicht bekannt, das heißt, wir müssen das weiter oben einsetzen. Und werden einfach dort direkt in dem Loop versuchen, hier den Socket zu schließen. Und damit hätten wir den Socket-Teil. Jetzt würden wir den, bevor wir das tun, natürlich noch
auch schließen und wir sollten auch den Input Stream noch schließen. So, sieht das dann auch aus, wenn Sie dieses Beispiel hier anschauen. Ich habe es nochmal farblich hinterlegt. Auch hier vielleicht minimal andere Nomenklatur, da ich es auf der Folie vorher vorbereitet hatte. Sehen Sie, dass wir diesen Teil haben, wo man die Verbindung auf- und abbaut. Sie legen also diesen Socket entsprechend an und geben das Verbindungsziel an. Dann haben Sie genau diesen Block, in dem man das eigentliche Senden durchführt. Also Sie legen sich diesen Output-Stream und diesen Print-Stream an und schreiben diesen Output in die Sendeverbindung rein. Und danach müssen Sie umfangreicher den Empfang vorbereiten, indem Sie sich den Input-Stream definieren und darauf diesen Buffered-Reader. Und bei diesem Buffered-Reader müssen Sie dann eben in einer Schleife so lange warten, bis tatsächlich hier eine Rückmeldung vorliegt. Und das, wie gesagt, bitte bestenfalls auch höflich, indem Sie zwischendrin immer wieder sich schlafen legen. Und dann passiert die eigentliche Verarbeitung hier, wenn der Input-Reader soweit ist. Und Sie sehen hier, dass man, wenn man den Socket außerhalb des Try-Catch-Blocks definiert, man dann unten auch dieses Finally, was ich jetzt eben in unserem einfachen Beispiel weggelassen habe, dass man das dann auch umsetzen kann, dass hier der Socket sauber geschlossen wird. Wenn Sie wirklich den Socket schließen, dann sollten die Streams darauf ohnehin entsprechend abfliegen. Für unseren Client hier ist das jetzt auch nicht ganz so tragisch, weil der ja sowieso nur einmal sendet und sich danach wieder beendet.